Die erste Autobahnabfahrt hinter Berlin. Kleinmachnow, Drei Linden. Hier befand sich zu DDR-Zeiten die Grenzübergangsstelle Drewitz. Davon übrig geblieben ist nur noch ein Kontrollturm. Das war ein Tatort. Hier haben Grenztruppen der DDR, Staatssicherheit und Zoll verhindert, dass Menschen in den Westen gelangen konnten. Es wurde immer gesagt, dass Drewitz flächenmäßig in Europa der größte Grenzübergang war. Man kann aber auch mit Gewissheit sagen, dass wir in Drewitz so viele Autos oder PKWs abgefertigt haben, wie kein anderer Grenzübergang in Europa geschafft hat. Einen Kilometer entfernt die frühere Grenzkontrollstelle Drei Linden, von den Amerikanern Checkpoint Bravo genannt, das Westberliner Gegenstück zu Drewitz. Als Berliner kann man sich noch sehr gut an die Zeiten früher erinnern, wenn man durch die damalige Grenzkontrollstelle, wie sie ja noch zu DDR-Zeiten hieß, fahren musste. Und das ist das Einzige, was eigentlich übrig geblieben ist, diese Gebäudestruktur. Drei Linden war Aufatmen, war Heimat. Denn es war so, dass man sich in der DDR einfach nicht wohl fühlte als Westberliner oder Westdeutscher. Man war froh, dass man raus war und dass man wieder zu Hause war. Das sogenannte Kleeblatt, letzte Autobahnauffahrt vor Drei Linden. Am oberen Bildrand, hinter der Kurve, das Gelände der früheren DDR-Kontrollstelle Drewitz. Die Verbindung nach Berlin, immer ein sensibles Thema, auch am Tag des Mauerbaus. Grenzkontrollpunkt Drei Linden, einer der neuralgischen Punkte in Berlin. Immer wenn es etwas zu berichten gibt, wenn irgendeine Krise auftaucht, strömen die Reporter hierher und fragen die Polizei und auch den Zoll. Herr Diekmann, der Schichtleiter hier vom Zoll, wird sehr viel bestürmt mit Telefonanrufen von besorgten Verwandten und Bekannten aus Westdeutschland, die nun glauben, es wäre irgend auch eine Störung oder Sperre im Verkehr zwischen Berlin und der Bundesrepublik. Das ist aber nicht der Fall. Nein, der ganze Verkehr zwischen Berlin und der Bundesrepublik, also wie wir ihn den Berlin-Verkehr nennen, läuft glatt und reibungslos. Oft genug aber störte die DDR den Transitverkehr, etwa wenn der Deutsche Bundestag eine Sitzung in Berlin abhielt. Weil das deutsche Parlament sich das Recht nicht nehmen lässt, in der deutschen Hauptstadt Sitzungen abzuhalten, spielt sich zurzeit auf den Zufahrtsstraßen und Autobahnen nach Berlin ein primitiv brutales Schauspiel ab. Sowjetzonale Grenzwächter sperrten stundenweise den gesamten Verkehr auf der Autobahn. Wie lange sind Sie gefahren? Wir haben 15 Stunden gestanden. Wir mussten zweimal halten wegen Übungen, Militärübungen. Aha. Und dann einmal eine ganze Stunde mussten wir warten und wussten nie warum. Wir sind um 9 losgefahren und um 4 so etwas angekommen und standen zwar nur 1 Kilometer, also vor der Kontrolle. Der 1 Kilometer hat praktisch 5 Stunden gedauert. Nicht? Das eine 5 Stunden, 1 Kilometer, ja, Schlange. Ja, ja. Am Mittag stauten sich die Lastzüge vom Kleeblatt über die Potsdamer Chaussee bis zum Wannsee. Der Parkraum am Kontrollpunkt war bereits gefüllt. Weitere 400 Lastzüge parkten in 7 Fahrspuren auf dem Stauraum oberhalb des Kontrollpunktes. Am Mittag betrug die Wartezeit für Lkw in Richtung Westdeutschland bis zu 18 Stunden. Zahlreiche Lkw-Fahrer kehrten am späten Nachmittag um. Sie hatten seit 3 Tagen und Nächten nicht oder kaum geschlafen. Durch die Umkehr vieler Fahrzeuge ging der Lastwagenstau in Drei Linden bis gegen 17 Uhr auf etwa 350 Fahrzeuge zurück. Die Fahrer erhalten vorwiegend Monats- oder Wochenlöhne, bekommen die Wartezeiten also nicht vergütet und haben durch die Behinderung auf den Interzonenstrecken zusätzlich Verluste an Prämien und Verpflegungsgeldern. Bis heute 17 Uhr stauten sich auch mehrere hundert PKW am Kontrollpunkt und auf der Potsdamer Chaussee in einer kilometerlangen Schlange, die bis zur Lindenthaler Allee reichte. Warten. Das ist vermutlich der Begriff, den die meisten Berlin-Reisenden mit dem Grenzübergang Drewitz-Drei Linden in Verbindung bringen. Wenn wir hier nach Drei Linden gefahren sind, bedeutete das, dass wir immer eine große Reise vorhatten. Oft sind wir auch da auf der Warteschleife, haben wir auf der Warteschleife gestanden. Und es war dann endlos lange für uns Kinder.
Die erste Osterreisewelle auf den Transitwegen rollt. Gegen 11 Uhr heute Vormittag, also unmittelbar nach Schulschluss, erreichte sie den Kontrollpunkt Dreilinden. Dort wurde aus dem Rollen zunächst einmal ein Schleichen. Wartezeit bis zu 40 Minuten. Der mehrere Kilometer lange Stau löste sich gegen Nachmittag auf. Nichts geht mehr, hieß es heute ab 11 Uhr auf der AWUS. Mit Beginn der Herbstferien starteten viele Berliner in den Wochenend- oder Kurzurlaub. Schon gegen Mittag kam es auf der AWUS zu einem Stau von fast 4 Kilometern Länge. Die Polizei öffnete den Stauraum in Dreilinden. Dort mussten die Autofahrer bis zu einer Stunde warten, bis es schließlich weiterging zum DDR-Kontrollpunkt. Der größte Teil des Berlin-Verkehrs führte durch das Nadelöhr Drewitz-Dreilinden. Rund 2000 Fahrzeuge konnten hier pro Stunde abgefertigt werden. Auch für die Kontrolleure kein Zuckerschlecken. Wenn der Dienstplan vorgesehen hat, nach 8 Stunden hast du Feierabend. Und in Drewitz standen die Autos immer noch. Wir warten natürlich für uns so, wir konnten nach 8 Stunden nicht nach Hause gehen, dann haben wir 12 Stunden gearbeitet oder teilweise noch länger. Seit der Wiedervereinigung fließt der Autobahnverkehr ungehindert vorbei an diesem historischen Ort, der jetzt Europark heißt. Ein Business- und Technologiezentrum entwickelt sich hier. Nur ein paar Mauerreste und ein alter Überwachungsturm erinnern an die Kontrollstelle. Nach dem Mauerfall herrschte Goldgräberstimmung vor den Toren der Hauptstadt. Jeder Quadratmeter sollte vermarktet werden. Doch die hochfliegenden Pläne erwiesen sich als unrealistisch. Es ist noch viel Platz auf dem riesigen Areal. Einige kleine und mittelständische Unternehmen haben sich hier angesiedelt. Auch 2 Hotels der preiswerteren Kategorie finden sich hier. Bislang prägt vor allem die deutsche Zentrale des Internethändlers eBay das noch unfertig anmutende Gelände. Wir haben gerade in diesen Tagen den Auftrag bekommen, von eBay ein weiteres Bürogebäude zu errichten mit rund 8000 Quadratmetern Mietfläche. Das dokumentiert eindeutig, dass eBay sich hier für diesen Standort entschieden hat und auch langfristig hier, ich würde fast sagen, eine Art Campus hier einrichten möchte. Die Gebäude der riesigen Grenzübergangsstelle Drewitz waren nicht lange ein Ort anschaulicher Erinnerung. Erst verfielen sie, dann wurde Ende 1993 mit dem Abriss begonnen. Deutschland war wiedervereinigt. Die Politiker wollten vor allem nach vorn blicken. Der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung ließ für geschichtliche Sentimentalitäten keinen Raum. Auch der Turm sollte weg. Das ist ein ganz klarer Verdrängungsprozess, der hier in den 90er Jahren stattgefunden hat. Weg mit der Mauer, weg mit den Grenzen. Wir haben lange genug darunter gelitten. Dieser Ort ist hässlich, er gehört abgerissen. Aber wir brauchen zumindest das, was heute an Resten erhalten geblieben ist, um Geschichte darzustellen. Peter Böger und sein Verein Checkpoint Bravo bemühen sich darum. Bürger aus Kleinmachnow und Berlin-Zehlendorf wollen aus dem Überwachungsturm ein kleines Museum machen. Die Finanzierungsfrage ist noch offen. 1993 ist der von Abrissplänen bedrohte Turm unter Denkmalschutz gestellt worden. Von diesem sogenannten Führungspunkt konnte der Kommandant die weitläufige Kontrollanlage überblicken und auf Störungen, etwa Grenzdurchbrüche, reagieren. Beispielsweise, indem er auf der Autobahn eine Betonramme ausfahren ließ. Es war keine normale Grenze zwischen 2 souveränen Staaten. Es war auch kein antifaschistischer Schutzwall, sondern es war Teil einer Gefängnismauer, die 17 Millionen Menschen eingesperrt hat. Für gewöhnliche DDR-Bürger war der Bereich des Grenzübergangs tabu. Selbst der nahegelegene Kleinmachnower Ortsteil Dreilinden lag im sogenannten Sperrgebiet. Die Kontrollstelle Drewitz kurz nach dem Mauerfall. Fluchten zu verhindern und die Abfertigung effektiver zu gestalten, das war für den Juristen und ehemaligen Oberstleutnant Behrendt eine Lebensaufgabe. Die gesamte Anlage war einhufig der Autobahn angeordnet, sodass etwas hier, sagen wir 100 Meter vor diesem Gebäude, die Kontrolllinie war, die wir hier angeordnet haben. Hier war, wie gesagt, der Führungspunkt. Etwas versetzt hier war die damalige Ausschreibhalle. Die Aufgabe bestand dann darin, insbesondere nach dem Transitabkommen, den Reiseverkehr so zu gestalten, dass die Reisenden aus den Fahrzeugen nicht mehr aussteigen mussten,
die Papiere am Fahrzeug abgenommen wurden und die Papiere wieder am Fahrzeug ausgegeben. Mit der Annahme der Dokumente wurde erstmal festgestellt, dass die Anzahl der Insassen, sagen wir drei männliche Personen, ein Kind, auf dieser Tasche, diese Transporttasche aufgetragen wurde und das Personal innerhalb der Trakte, wir nannten die Abfertigungsbereiche Trakte, wusste, aha, drei Erwachsene, ein Kind. Dann erfolgte die fahndungsmäßige Prüfung aller Reisenden, die Weiterleitung der Dokumente zum nächsten Raum, wo dann die Visa-Erteilung erfolgte, indem die einzelnen Transitvisa ausgeschrieben wurden. Die Papiere verließen dann den Raum auf einer Rutsche zu den sogenannten Identitätskontrolleur und der nahm die Identitätskontrolle vor nach vorgegebenen Kriterien und Richtlinien. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass, wenn wir nicht richtig guckten, wir aufgefordert wurden, doch so zu schauen wie auf unseren Ausweispapieren. Und wir mussten auch immer das Ohr frei machen. Das war diesen Grenzbeamten ganz besonders wichtig. Das Ohr war das wichtigste Kriterium bei der Identitätskontrolle, weil das vom Merkmal des Äußeren eben zuerst geprüft wurde und dann alle anderen Dinge ersatzweise herangezogen. Ja, und die Mitarbeiter haben viele, viele Feststellungen getroffen. Und das war ja eben das Problem, was uns als DDR immer berührte. Wir aber damals als Mitarbeiter noch gar nicht so wussten, dass in Kontrollpunkt Dreilinden keine Kontrolle der Personaldokumente der Reisenden erfolgte. Wir waren eigentlich stolz auch auf die Qualität unserer Arbeit, denn wir sind eigentlich verglichen worden als Passkontrolle mit der Passkontrolle der Schweiz. Und die Schweiz ist in der Passkontrolle, so sagt man eigentlich nach, war eben oder ist eben weltführend. Für Schulungszwecke probten die Grenzwächter den Ernstfall auch an einem Holzmodell von Drewitz. Es steht heute in einem Depot des Berliner Technikmuseums, für die Öffentlichkeit derzeit nicht zugänglich. Immerhin ist ein kleiner Teil der Überdachung nicht verschrottet worden. Der Leiter des nahegelegenen Bauhofes von Kleinmachnow hatte die Idee, seinen Fuhrpark damit auszustatten. So ist ihm doch noch etwas Sinnvolles von der Grenzübergangsstelle Drewitz übrig geblieben. Für Reisende aus West-Berlin begann die Transitfahrt durch die DDR hinter dieser charakteristischen Kontrollbrücke, die damals nur von den Alliierten betreten werden durfte. Sie steht, wie das gesamte Gebäudeensemble, unter Denkmalschutz. Am unterschiedlichen Asphalt erkennbar die frühere Grenze zwischen der DDR und West-Berlin. Heute markiert diese Linie nur noch den Übergang zwischen den Bundesländern Berlin und Brandenburg. Seit 1990 ist Dreilinden ein Binnenzollamt. Hier werden überwiegend Lastwagen abgefertigt, die Frachtgüter für osteuropäische Länder außerhalb der EU transportieren. Manches scheint hier in einen Dornröschenschlaf gefallen zu sein. Die frühere Raststätte und die längst aufgegebene Tankstelle, ein Blickfang, mehr nicht. Transitreisende mussten selten ihren Pass zeigen. Aber auf Zollsünder hatte man schon ein Auge. Man hat auch westliche Reisen kontrolliert, insbesondere daraufhin, ob sie auf der Fahrt von Westdeutschland nach West-Berlin im Intershop verbrauchsteuerpflichtige Waren eingekauft haben. Auch damals galt der Grundsatz, Freimenge war 200 Stück an Zigaretten oder 1 Liter Alkohol. Und das war das, was man damals sehr gerne mitgebracht hat. Ost- und Westzoll hatten zum Teil unterschiedliche Interessen. Die DDR wollte durch die Intershop-Einnahmen ihre marode Staatskasse aufbessern. Eine kleine Ausstellung im Zollamt Dreilinden erinnert an die Zeit der deutschen Teilung. Die Westzöllner mussten festhalten, zu welchem Übergang die Reisenden fuhren. Aufgrund dieser statistischen Erfassung, die wir durchgeführt haben, die später mit den DDR-Organen abgeglichen worden sind, sind dann entsprechende Gebühren von westlicher Seite an die östliche Seite geflossen. Im Ostberliner Haus der Ministerien begann heute die erste Verhandlungsrunde zwischen Bonn und der DDR über eine Neuregelung der Transitpauschale. Die bisherige Vereinbarung über die Transitpauschale läuft Ende des Jahres aus. Mit der Transitpauschale werden die Straßenbenutzungs- und Visagebühren der DDR von Bonn abgegolten, übrigens auch die Gebühren für die Schifffahrts- und Schienenwege. Vor dem Transitabkommen 1972 mussten diese Gebühren von jedem einzeln entrichtet werden. Der Personenverkehr auf den Transitstrecken hat sich seitdem fast verdoppelt. Seit 1972 benutzten über 30 Millionen Reisende die Transitstrecken. Der jährlich von Bonn gezahlte Pauschalbetrag fast 235 Millionen Mark.
Die DDR, so wird vermutet, wird für die Neuregelung eine höhere Summe fordern. Der zunehmende Transitverkehr und Sicherheitsbedenken hatten die DDR schon 1969 veranlasst, die Autobahn zu verlegen und einen neuen Kontrollpunkt zu bauen. Die westliche Seite musste reagieren. Eine erfreuliche Meldung für alle Urlauber. Nachdem die letzten Schilder heute Vormittag beiseite geräumt worden waren, konnte der Kontrollpunkt Dreilinden endgültig dem Verkehr übergeben werden. Nach 16 Monaten funktioniert damit, was für die Ewigkeit gebaut scheint. Ein modernes Abfertigungsareal, Perfektion im geteilten Deutschland. Kostenpunkt rund 25 Millionen Mark. Im Jahr nach Eröffnung der neuen Kontrollstellen wurden 2,4 Millionen Fahrzeuge und rund 6 Millionen Reisende von und nach West-Berlin registriert. Jedes Jahr wurden es mehr. Besonders vor dem Transitabkommen fühlten sich die Reisenden oft hilflos der Willkür der Kontrolleure ausgesetzt. Man wusste ganz genau, dass die geringste Provokation von den Grenzbeamten zu Schikanen führen könnte. Dann hieß es, fahren Sie mal rechts ran, und es kam zu ausgesprochen unangenehmen Kontrollen, die ja bis dazu führen konnten, dass man Nivea-Dosen öffnete und Zahnpasta-Dosen öffnen musste und das gesamte Gepäck auspacken mussten. Das waren dann die Schikanen, vor denen hatte jeder Angst. Also kuschte man. Es war bevor die Ostverträge geschlossen wurden, da wurde ja viel intensiver kontrolliert. Und da mussten wir als Familie mal das ganze Auto auseinandernehmen. Mein Bruder schlief auf der Rückbank, der musste geweckt werden. Und wir mussten die Rückbank ausbauen, sämtliche Koffer rausholen und alles. Und das war dann nur noch Chaos und mein Bruder brüllte. Und es war einfach, der Urlaub, der fing also schon so negativ an. Es hat uns schon stark belastet. Das Transitabkommen ließ ab 1972 nur noch Verdachtskontrollen zu. Der Verkehr zwischen West-Berlin und dem Westteil Deutschlands erfuhr einen spürbaren Aufschwung. Gestern registrierte der Zoll in Dreilinden 10.571 Reisende in Richtung Berlin, ein neuer Tagesrekord. Nach Inkrafttreten der Berlin-Vereinbarung soll auch hier vereinfacht werden, soll das Handdruckverfahren durch ein automatisches ersetzt werden. Abgesehen vom Fortfall der Gebührenzahlung bleibt bis dahin alles beim Alten. Interzonenreisende haben an den DDR-Grenzübergangsstellen weiterhin einen Antrag auf Transitreisen durch die DDR auszufüllen, stichprobenartige Kontrollen über sich ergehen zu lassen und zu warten. In diesem Punkt allerdings gehen die Meinungen auseinander. Wie waren die Kontrollen drüben? Genau wie immer, hat sich nichts geändert, nur dass wir keine 15 Mark mehr bezahlen müssen und kein Visum. Einwandfrei, zügig. Trotz einiger Anlaufschwierigkeiten machte das Transitabkommen insgesamt vieles leichter. Doch die Beklommenheit blieb. Grenzerfahrungen. Wir waren auch immer alle sehr albern, aber wenn wir in die Nähe des Kontrollpunktes kamen, wurden wir eigentlich immer sehr still alle. Wir hatten auch Aufforderungen von den Eltern, die Zeitschriften zur Seite zu legen. Die laute Rockmusik wurde leiser gestellt. Die Stimmung war gedrückt, wir waren ängstlich und es war uns eigentlich unangenehm. Wenn wir dann durch die DDR durchfuhren, war das für uns Kinder so wie durch Feindesland. Also es war grau und unfreundlich und wir haben das sehr bedrückend empfunden. Dabei war die DDR sehr daran interessiert, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Da wurde großer Wert drauf gelegt, dass angefangen vom Haarschnitt, von der Bekleidung, der Sauberkeit der Bekleidung, ja, Schuhwerk und. So war das praktisch sie wirklich, so wie gesagt wurde, die DDR repräsentieren. Ja. Und es gab ein sogenanntes Sprichwort nicht, aber der Satz, der Passkontrolleur ist ein Diplomat in Uniform. Doch die Uniform repräsentierte für die meisten einen Unrechtsstaat. Nicht weit von hier starb 1965 ein Flüchtling. Die Akten weisen 199 Schuss aus einer MG aus, die innerhalb von 2 bis 3 Minuten auf die Flüchtlinge abgefeuert wurden. Christian Butkus wurde an der Wirbelsäule tödlich getroffen und Ilse Panzer wurde am Fuß verletzt. Der Mutter des Toten wurde die Asche des Sohnes per Post zugestellt. Die alte Autobahntrasse führte vor 1969 nördlich an Dreilinden vorbei. Erst vor wenigen Jahren wurde der Asphalt entfernt. Renaturierung nennt man das.
100 Meter hinter diesem Haus finden sich aber noch unübersehbare Spuren der alten Trasse. Die Reste einer Autobahnbrücke, die zum alten Kontrollpunkt Dreilinden bei Kohlhaasenbrück führte. Hier glückte 1962 eine spektakuläre Flucht. Mit dem Mut der Verzweiflung gelang 8 Menschen aus der Zone in diesem gepanzerten Omnibus der Durchbruch nach West-Berlin. Unter dem Beschuss von sowjetzonalen Grenzwächtern und Zollbeamten glückte den Flüchtlingen dieses fast aussichtslose Unternehmen. Auf zahlreichen Umwegen fuhr der Bus 3 Tage und 3 Nächte von der Lausitz bis zum Autobahnkontrollpunkt Babelsberg. Eine Reihe unerwartet glücklicher Umstände ließ alsdann auf der Autobahn die Flucht gelingen. Noch unter starker Schockwirkung stehend berichteten heute die beiden Familien über die psychischen und physischen Belastungen während ihres langen Fluchtweges. Die Frauen und Kinder lagen während des gewaltsamen Durchbruches flach auf dem Boden des Busses, dessen Seitenwände von innen mit Stahlplatten geschützt waren. Mit 10 Jahren war Wolfgang Weidner der Jüngste im Bus. 42 Jahre später erinnert er sich gerade an diesem Ort gern an seinen Vater. Er selber hat über die Flucht immer als die Tat seines Lebens gesprochen und natürlich sich selbst und 7 weiteren Personen ermöglicht, in Freiheit zu leben. Und ich bin ihm dafür auch heute dankbar. Mein Vater ist ja vor kurzem verstorben. Aber ich denke, dass das für uns einfach eine große Chance war, die natürlich jeder auf unterschiedliche Weise nutzen konnte. Was war nun der unmittelbare Anlass, der Sie bewogen hat, auf diese tollkühne Art die Zone zu verlassen? Die ganzen Zustände in der SPZ und auch vor allen Dingen, dass ich als Schwerkriegsbeschädigter wahrscheinlich meine Existenz in 1 oder 2 Jahren verloren hätte. Zum anderen bin ich überzeugt davon, dass wenn andere die Möglichkeit hätten, Zehntausende auf diesen Wege gehen würden. Die Weidners zogen später nach Süddeutschland, weil ihnen die erzwungenen Flugreisen zu mühsam geworden waren. Wir haben uns lange Jahre gar nicht getraut, überhaupt durch die DDR zu fahren. Wie gut das war, zeigt einfach auch, dass die Haftbefehle gegen meine Eltern, die 1972 im Rahmen des Grundlagenvertrags aufgehoben wurden, dass sie 1984 wieder erlassen wurden und wir wissen eigentlich gar nicht genau warum. Ich bin 1978 das erste Mal wieder über diese Strecke gefahren mit einem sehr mulmigen Gefühl, aber es ist letztlich nichts passiert. Schlagzeilen machte auch die Flucht im Bauch einer präparierten Kuh. 2-mal hatte der Trick funktioniert. Beim 3. Mal endete der Versuch für eine junge Frau im Gefängnis. Der Sohn des Tierpräparators erinnert sich. Eines Tages kam dieser Fluchthelfer, von dem wir noch nicht wussten, dass er Fluchthelfer ist, zu uns, wie jeder andere Kunde. Der wollte eine Kuh ausleihen, präparieren. Wir hatten damals große Räume in der Bismarckallee im Grunewald. Die waren voller präparierte Tiere, hunderte von Pferd, Eisbären, alles da. Und deswegen war auch die Kuh schon vorhanden eigentlich. Wir haben keine angefertigt. Die war schon da, die haben wir nur umgebaut, ausgehöhlt. Ich habe da drin Probe gelegen mehrmals, ob das funktioniert. Ich kenne aber die Kuh persönlich. Wir haben sie dann auf dem LKW auch zur Grenzübergangsstelle Griebnitz gebracht, um sie dort den Mitarbeitern von anderen Grenzübergangsstellen zu zeigen. Naja, als Erfolgstrophäe da. Ja. Ansonsten war das eine ganz normale Geschichte. Mein Vater hat sich von dem Zeitpunkt, wo das aufgeflogen ist, nicht mehr getraut, durch die Interzonenstrecke zu fahren, ist immer geflogen. Ich bin weitergefahren an demselben Tag, an dem das passiert ist, bin ich gerade mit meinem Bruder unterwegs gewesen und meine Eltern waren in Sorge, ob wir da vielleicht festgenommen wurden. Aber ein paar Wochen später bin ich dann schon wieder mit dem Tiertransport gefahren und da wurde ich dann ziemlich genau untersucht. Dann haben die Grenzorgane so lange Drähte gehabt und haben in die Tiere reingebohrt zwischen den Nähten und geguckt, ob da Hohlräume sind und direkt nach eine Kuh gefragt, ob wir sowas auch präparieren. Der Traum von der Freiheit endete nicht selten im Zuchthaus. Am alten Grenzübergang Marienborn will man kein Gras über die Geschichte wachsen lassen. Anders als Brandenburg hat Sachsen-Anhalt den Ort 1996 zu einem Museum der Zeitgeschichte gemacht. Die Gedenkstätte Deutsche Teilung liegt nicht weit vom niedersächsischen Helmstedt. Wer wissen will, wie es in Drewitz aussah, muss hierher fahren. Marienborn ist das baugleiche Gegenstück zum Kontrollpunkt vor Berlin. Fast ein Spiegelbild von Drewitz. Grenzübergangsstellen wie Drewitz oder Marienborn teilten nicht nur Deutsche von Deutschen, also
sondern teilten Europa, die Welt, in zwei Teile. In zwei bis an die Zähne bewaffnet sich feindlich gegenüberstehende militärische Machtblöcke, in zwei konkurrierende Wirtschaftssysteme, in zwei unterschiedliche Philosophien. Von daher ist es ganz spannend, immer wieder auch einen Perspektivenwechsel zu machen, zu sehen, wie sieht denn zum Beispiel ein Passkontrolleur seine Arbeit in Drewitz oder in Marienborn und wie sieht der Reisende die Arbeit. Und Reisende erzählen von so einem Bollwerk des Grenzregimes, wie zum Beispiel Marienborn oder auch Drewitz, dann von Einmauern des eigenen Volkes, von einem Bestandteil der SED-Diktatur. Arbeitende sehen es eher als ihren Job, als Normalität, hatten die Probleme der Logistik, dass es viel zu wenig Leute, viel zu viel Verkehrsaufkommen war. Und das ganz Spannende ist eben, was heißt es eigentlich, Leben in einer Diktatur an so einem Ort wie Drewitz oder Marienborn dem nachzuspüren. Von 1985 bis 1989 wurden hier rund 35 Millionen Reisende abgefertigt. Etwa 1000 Menschen arbeiteten bei Passkontrolle, Zoll, Grenztruppen oder als Zivilbeschäftigte. Aber nur wenige wussten, dass zur Kontrolle der Transitreisenden auch Radioaktivität eingesetzt wurde. Was hier in Marienborn noch eine Besonderheit ist, es wurde zwischen 1978 und 80 hier der Einsatz der sogenannten Gamma-Kanone getestet. Das war eine Cäsium-137-Strahlung, die dann, nachdem sie in den zwei Jahren hier erfolgreich getestet wurde, mit 17 Strahlenquellen an allen anderen Grenzübergangsstellen, also eben auch in Drewitz, zum Einsatz kam. Es ist hier dieser Hauptbereich, wo die Abfertigung stattfand. Und es gab ein Dienstobjekt, was sich außerhalb der Grenzübergangsstelle befand, das Dienstobjekt 3, in dem auch die radioaktiven Kontrollen der Pkw und Lkw stattfanden. Unter der Deckbezeichnung Technik 5 hatte man ein System gefunden, mit Cäsium-137 die Fahrzeuge zu durchleuchten und mit Robotronrechnern entsprechende Bilder zu produzieren. So konnte man eventuell Flüchtlinge in den Fahrzeugen aufspüren. Es gab einen großen Streit über die Gefährlichkeit dieser Strahlen und Nicht-Gefährlichkeit. Aber Fakt ist eins, es wurden bis heute weder schwere körperliche Schäden noch Tote festgestellt. Und dieses System, diese Anwendung von Strahlen, ist heute an vielen Grenzübergängen international üblich. Nichtsdestotrotz waren alle, die hier Beschäftigten, entsprechend eingewiesen. Die entsprechend in dem Arbeitsbereich tätig waren, hatten Dosimeter. Das heißt, wir können davon ausgehen, wenn alles technisch wunderbar funktioniert hat, war es vergleichsweise ungefährlich. So ist, glaube ich, der Bestand der Physiker zusammenzufassen. Nur, wir wissen aus anderen Bereichen auch, es ist beileibe nicht überall alles reibungslos abgegangen. Und wir haben überhaupt keine Nachweise. Es wären natürlich auch Dokumenten, die als erstes vernichtet worden wären, ob immer alles gut ging oder ob es Zwischenfälle gab. Die Pkw-Kontrollbox war für viele DDR-Bürger Endstation ihres Fluchtversuches. Den Transitreisenden ging es vornehmlich darum, die richtige Spur für ein schnelles Durchkommen zu erwischen. Für diejenigen, die es in der DDR nicht mehr aushielten, wurde es angesichts der verfeinerten Kontrollen immer schwieriger, über die Transitstrecke in den Westen zu gelangen. Hier am DDR-Grenzübergang Drewitz scheiterte heute Morgen um 2.20 Uhr die Flucht von zwei DDR-Bürgern. Das berichteten Transitreisende der Polizei. Sie hatten beobachtet, wie ein Wagen am Abfertigungstor auf ein geschlossenes Gitter geprallt war. Die beiden Insassen versuchten dann zu Fuß weiterzukommen. Daraufhin wurden von Grenzsoldaten 3 bis 5 Schüsse abgegeben und die offenbar unverletzten Flüchtlinge festgenommen. Der Transitübergang war anschließend in beiden Richtungen für 25 Minuten gesperrt. Bei der Einreise nach Berlin teilten Zeugen das der Polizei mit. Ja, da gab es eine ganze Palette von sogenannten Verdachtskriterien, wo auch jetzt der Zöllner bei der Ausreise, also jetzt der Pkw in Richtung Berlin, praktisch die sogenannte äußere Beschau des Pkw vornahm und nach sogenannten Kriterien suchte, wie manchmal nervöses Verhalten des Fahrers, die Ausstattung des Innenraums, die Sauberkeit, ob das Fahrzeug hecklastig war, wo dann man annehmen konnte, da wurden praktisch Personen doch untergebracht. Ja. Und das führte dann mit Vormeldungen von der Transitstrecke, von den Kräften, die Beobachtung dort durchgeführt haben und eventuell einen Zustieg feststellten, dann diese Fahrzeuge
der Grenzübergangsstelle vorgemeldet. Zur Geschichte des Grenzübergangs Drewitz gehört auch der Fall Burkhardt. Der mysteriöse Tod eines Transitreisenden hatte 1983 das politische Klima stark belastet und die deutsch-deutschen Beziehungen verdüstert. Am 10. April war der Transitreisende Rudolf Burkhardt bei einem Verhör am Grenzkontrollpunkt Drewitz einem Herzinfarkt erlegen. Bilder von Verletzungen am Kopf hatten eine Woche später Zweifel an den Verhörmethoden geweckt. Der Fall wurde hochbrisant. Bundeskanzler Kohl telefonierte mit dem Staatsratsvorsitzenden Honecker, CSU-Chef Strauß sprach von Mord, die SPD sah in dieser Reaktion einen Rückfall in die Zeit des Kalten Krieges und auch die FDP warnte davor, die mühsam aufgebauten deutsch-deutschen Beziehungen kaputt zu machen. Rudolf Burkhardt hatte den Transitweg nach Berlin schon häufiger benutzt. Die Sterbeurkunde, ausgestellt in Potsdam, nennt als Todesursache nur Herzversagen. Als die Leiche nach Assendorf in Niedersachsen übergeführt war, schöpfte Frau Burkhardt Verdacht. Wie ich dann meinen Mann zu Hause hatte und ich habe dann gesehen, wie er aussah, dann war es einwandfrei, dass da das nicht alles normal war. Dann hat unser Sohn das Bild gemacht und dann daraufhin hat er den Rechtsanwalt eingeschaltet und dann hat der Rechtsanwalt gesagt, so wie irgendwelche Bedenken wären, müsste man ja eine Obduktion vornehmen und man müsste ja wohl mal sehen, woher diese Verletzungen führen. Der zuständige Oberstaatsanwalt in Verden wartet noch auf das Gutachten des Hamburger Gerichtsmediziners Janssen. Schon am Mittwoch hatte er gesagt, die Meinung der Obduzenten ist die, dass nicht auszuschließen ist, ein Sturz für jede der eben beschriebenen Verletzungen. Sie meinen aber andererseits auch, dass eine Verursachung jeder dieser Verletzungen durch andere Gewalteinwirkungen denkbar ist. Die DDR-Behörden taten Einmaliges. Sie ließen in einer Fernsehsondersendung einen Mediziner zum Fall Burkhardt Stellung nehmen. Nun, bei Schlägen, die liegen über der Hutkrempe, natürlich auch unterhalb der Hutkrempe. Aber hier würde man sofort suchen nach Gegenwehrzeichen. Nicht? Hat er sich gewehrt oder wie? Dann hat er irgendwo Unterblutungen, die wir bei der Sektion und die jedes gute Institut bei der Obduktion sofort überprüft. Und hier war nichts dergleichen. In der Transitkommission, die in regelmäßigen Abständen zum Erfahrungsaustausch über den Berlin-Verkehr zusammenkommt, gab es am Donnerstag Fragen zum Fall Burkhardt und zu der Beobachtung, dass die im Transitabkommen vereinbarten Verdachtskontrollen im vergangenen Jahr stark zugenommen haben. Zum Fall Burkhardt sagte ein Delegationsmitglied aus Bonn, wir haben uns eine umfangreiche, interessante Stellungnahme zu diesem Fall abgegeben und ich werde diese Stellungnahme jetzt der Bundesregierung übermitteln. Und auf die Frage, ob Berlin-Reisen angesichts der dreimal häufigeren Kontrollen inzwischen riskant geworden seien. Nicht im geringsten. Wer das Transitabkommen genau beachtet, braucht keine Sorge haben. Dieser Fall Burkhardt hat einige Tage meiner Arbeit gekostet. Ja, als ich praktisch abends anrief im Leitzentrum, was es für besondere Vorkommnisse gab, wurde mir dieser Sachverhalt geschildert. Ich war zwar in dieser Woche nicht verantwortlich, als Leitungsdienst tätig zu sein, habe nur gefragt, ob die Polizei im Einsatz war. Das wurde bestätigt. Ich habe gesagt, dann ist die Sache in Ordnung. So. Und dann erfolgte die Übergabe der Leiche an die Gegenseite. Das heißt, sie konnte dann überführt werden. Und erst bei Öffnung des Sarges in der BRD wurde festgestellt, dass er an der linken Schläfe irgendwo ein, Fleck oder blauen Fleck hatte, wo jetzt die Verwandten annahmen und die Behauptung aufstellten, er wäre geschlagen worden. Und dann war der Professor Dr. Prokop hier vor Ort, hat eine Rekonstruktion des Tatvorgangs hergenommen. Sein Amtskollege aus Hamburg, ich komme auf den Namen jetzt nicht, der war ebenfalls hier, haben das begutachtet, haben mit der Ärztin gesprochen, die den Tod festgestellt hatte, haben gesprochen mit den Zollangehörigen, haben gesprochen mit den Angehörigen der Polizei, die praktisch diese Vorkommnisse untersuchte. Und dann irgendwann hat sich so auch in Strauß entschuldigt, dass das, was behauptet wurde, nicht den Tatsachen entspricht. Und der praktisch ja unterwegs Waren übergeben und übernommen hat, der Herr Burkhardt. Und dann hier zielgerichtet herausgewunken wurde, eine Zollkontrolle, eine Befragung durchgeführt und in deren Verlauf er eine Herzattacke erlitt und praktisch auf den Heizkörper, der neben dann praktisch mit dem Kopf aufgeschlagen ist. Für Busfahrer war der Transitverkehr Alltag.
Rainer Schauer fährt seit 30 Jahren für den Bayern-Express. Zu einigen Kontrolleuren hatte sich eine Art guter Bekanntschaft entwickelt, zu beiderseitigem Nutzen. Es hat sich nachher so eingebürgert, Anfang der 80er Jahre, zu Ostern ein Parker, Kugelschreiber oder ein Parker, Füllhalter. Die Grenzorgane wussten, unsere Koffer stehen da drin. Wir haben dann hier unsere Koffer geöffnet, sie haben dann durchgeguckt. Wenn sie sahen, dass da ein Parker war, den hat man entfernt und ein besonderes Sammelobjekt war eben diese Krawattennadel von der Firma Bayern Express. Ja, und dann haben die zu uns gesagt, Dankeschön, wir haben zugeklappt, unseren Koffer wieder da reingestellt, die Schlafkoje zu und dann war die Abfertigung erledigt und wir konnten weiterfahren. Und das hatte für Sie Vorteile? Das waren so kleine Präsente und dadurch hat man sich natürlich ein kleines Loch geöffnet und wir sind schneller abgefertigt worden. Man hat Kontrolle gemacht und wenn man dann zum Beispiel in einem Skyliner, also im Doppeldecker, in die obere Etage hochgegangen ist, war ja relativ sehr niedrig, musste man also die Mütze absetzen. Die Mütze wurde generell dann unten abgelegt, da wo der Ausschank ist hier, wo Kaffeeautomat steht und ähnliches. Man hat dann oben eine Kontrolle gemacht, war dann fertig und wenn man unten runterkam, manchmal lag dann da so ein kleiner Kümmerling drin oder ein anderes kleines Getränk. Was man natürlich normalerweise nicht mitnehmen durfte, aber ich bilde mal ein. Nicht nur ich habe da ab und zu mal einen mitgenommen, sondern auch viele, viele andere meiner Kollegen. Busfahrer wie Rainer Schauer haben sich mit kleinen Aufmerksamkeiten eine beschleunigte Abfertigung verschafft. Manche Politiker aus dem Westen kamen auch ohne solch offenkundige Vorleistungen in den Genuss einer Vorzugsbehandlung. Es gab hochkarätige Delegationen, sagen wir, der SPD oder anderer Parteien oder Einrichtungen, die waren ja avisiert. Die haben sich ja in Berlin anmelden lassen. Dann wurde gesagt, die Pkw kommen, mit denen die Persönlichkeiten und die sind zügig abzufertigen. Und das erfolgte dann, indem sie beim Erkennen sofort auf eine Extraspur gewunken wurden. Ja, eine relativ oberflächliche Kontrolle erfolgte, dann die formal waren und dann die Reise fortgesetzt werden konnte. Der frühere Hauptmann der Passkontrolleinheiten, Ulrich Mietke, ist heute arbeitslos. Im Rückblick empfindet er die Arbeit an der Grenze als eine notwendige und interessante Tätigkeit, wie er sagt. Denn manchmal traf er dabei auch auf Prominente. Wenn jetzt zum Beispiel Persönlichkeiten ankamen, zum Beispiel Marianne Rosenberg. Marianchen war der kleine Freund eigentlich der Passkontrolle in Drewitz. Und wenn die dann kam, ab und zu hielt sie dann mal am Dienstposten 1, das ist der erste Posten gewesen, der aus West-Berlin denn war. Und dann hielt sie an und hat dann groß diskret gefragt, wo geht's denn heute am schnellsten? Wenn der Hof voll war, wollen wir mal so sagen. Und dann hat man ihr gleich gesagt, na, fahr mal in die Spur 1. Die Spur 1 war eine Spur, die meistenteils frei war, weil die wurde freigehalten auch für Diplomaten und ähnliches, die also bevorrechtigt abgefertigt werden mussten. Und dann wurde kurz mal ein Anruf getätigt. Marianne kommt, schon war jemand draußen und Marianne ist gefahren, schneller noch als manchmal ein Diplomat. Die Arbeit an der Verbindungslinie zum Westen brachte jedenfalls einen Hauch von weiter Welt in den Alltag der Grenzbaracken. Da waren dann die Stones gekommen in einer Ausreise, die fuhren nach West-Berlin. Mit so einem kleinen Bus, zurück sind sie leider nie geflogen. Und da rief mich dann ein Kollege an und sagte, Mensch, kannst du nicht mal schnell rüberkommen? Ich habe hier einen Herrn Michael Jagger. Ich sage, wer? Michael Jagger? Ja, und dann habe ich noch einen Kies Richard. Ich sage, meine Güte, hast du die Stones da drüben? Ja, sagt er, komm schnell rüber. Naja, rübergegangen, abgefertigt, man kannte die ja. Naja, dann gab es dann auch einen kleinen Obolus von denen. Es waren zwei T-Shirts gewesen, die wir hätten natürlich nicht annehmen dürfen. Sowas war verboten. Verboten war so vieles. Doch fast über Nacht wurde aus der Transitstrecke eine normale Autobahn. Ein Polizist, der in Dreilinden Dienst tat, erinnert sich.
Ja, das war genau am 9. November. Nachmittagsstunden sind auf einmal keine Fahrzeuge mehr hier angekommen zur Einreise nach Berlin. Wir haben uns da gewundert, haben uns am rumtelefoniert, haben nirgendwo richtig Auskunft bekommen, ob nur noch irgendwie was passiert, Einreise oder nicht. Nach einer gewissen Zeit, 2 Stunden circa, kam ein Mercedes-Fahrer, der hat gesagt, ihr müsst jetzt hier alles aufmachen, die Trabis kommen. Ja, und kurze Zeit später war es auch so. Ja, und wir waren von den Trabis hier umlagert. Die Trabis an ungewohntem Ort. Eine Episode der deutschen Geschichte. Die Trabis verschwanden nach und nach. Für Aufregung sorgten 1990 die vielen Polen, die plötzlich ungehindert bis nach Berlin kamen, um Handel zu treiben. Dreilinden. Die Polizei schickte alle polnischen Pkw in den Stauraum. Das Abstempeln der Kaufquittungen, wodurch den Polen bei ihrem nächsten Berlin-Besuch die Mehrwertsteuer im Geschäft erstattet wird, kostet Zeit. Busse kamen die ganze Nacht, manche waren 10 Stunden unterwegs und die Abfertigung in Dreilinden dauerte heute bis zu 12 Stunden. Der Zoll ist hoffnungslos überlastet. Längst ist in Dreilinden ein gemächlicher Rhythmus eingekehrt. Die Gegenwart ist weniger aufregend als die Vergangenheit. Doch deren Zeugnisse sind nach und nach beseitigt worden. Fast jeder Berliner ist schon einmal an dem russischen T-34-Panzer an der Autobahn in Dreilinden vorbeigefahren. Jahrzehntelang stand er hier auf seinem Sockel, das Geschützrohr nach West-Berlin gerichtet. Heute wurde das Relikt des Kalten Krieges von einer West-Berliner Firma im Auftrag der Roten Armee von seinem Sockel gehoben. Übrigens, bei dem rund 30 Tonnen schweren Kriegsgerät soll es sich um den ersten Panzer der Sowjetarmee handeln, der 1945 Berlin erreichte. Mit einem russischen Tieflader wurde der Panzer in eine Kaserne bei Potsdam transportiert. Und das verschwundene Drewitz? Eine monströse Grenzübergangsstelle, der die Grenze abhanden gekommen ist, mitsamt dem Staat. Die Masse der Mitarbeiter hat die Grenzöffnung eigentlich, positiv zur Kenntnis genommen, wenn sie auch dann das, was danach geschah, nicht so positiv bewerten, weil dann ja nun aber die DDR verraten und verkauft wurde. Sie hätte sicherlich anders und länger noch existieren können. Vergangen, noch nicht vergessen. Das Neue, der Europark, die gläserne eBay-Zentrale. Eher halbherzig wird hier noch erinnert an einen Ort, an dem 2 Welten aufeinander trafen. Doch die neuen Herren geben sich geschichtsbewusst. Wir stehen dazu, dass wir hier uns am Standort befinden, der eine Geschichte hat. Aus unserer Sicht keine rühmliche Geschichte, aber er hat immerhin eine Geschichte und man sollte die Geschichte nicht verdrängen, sondern man sollte immerhin darauf hinweisen, dass es hier sehr viel Leid gegeben hat an dieser Stelle. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir werden hier ein paar Dinge aufbewahren. Dazu gehört der Turm vorne, den Sie kennen. Dazu gehören die Mauerreste hier, die noch Zeugnis ablegen sollen, was hier eigentlich mal passiert ist. Auch im Auslandsjournal Extra berichten wir über eine Grenze, an der täglich viele Menschen ihre Hoffnungen begraben müssen. Grenzerfahrungen zwischen Arizona und Mexiko. Gleich hier in Dreisat.